Schäden durch die Corona-Impfung. Wir haben ja irgendwie das Gefühl, dass da öffentlich in der Politik nicht so gern drüber gesprochen wird. Und die Impfung ist ja auch bekanntlich ein sehr emotionales Thema. Aber trotzdem, diese Stille um das Thema Impfschäden, da kann man ja schon irgendwie so ein bisschen misstrauisch werden. Und jetzt werden die Impfhersteller verklagt. In diesen Tagen sollte es losgehen mit der Klage gegen BioNTech, Pfizer. Und auch andere stehen wegen der Corona-Impfung und möglicher Impfschäden vor Gericht. So, und das war für uns jetzt nochmal ein Anlass zu fragen, was weiß man denn jetzt mittlerweile wirklich über die Impfschäden? Und wurde da vielleicht sogar was verheimlicht? Seitdem die Impfkampagne begonnen hat, haben sich nicht nur Millionen in Deutschland geimpft, es haben auch viele Nebenwirkungen gemeldet, vielleicht auch ein paar von euch. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, wie häufig sind Impfschäden? Alle Meldungen in Deutschland werden an einem Ort gesammelt, nämlich dem Paul-Ehrlich-Institut, also das Deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und Arzneimittel, das der Bundesregierung unterstellt ist. Und konkret sammeln die Berichte hier im letzten Sicherheitsbericht. Und wie alle Quellen haben wir euch den natürlich verlinkt, wenn ihr da selber nochmal nachschauen wollt. Und da stehen jetzt mehr als 330.000 Meldungen wegen Nebenwirkungen. Also ich weiß noch genau, wie das bei mir nach der zweiten Impfung war. Die habe ich früh morgens im Impfzentrum bekommen. Dann habe ich danach noch ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie passiert da was. Und ab dann lag ich eigentlich den ganzen Abend wirklich nur mit heftigstem Schüttelfrost im Bett. Also die zweite Dosis hat mich wirklich völlig umgehauen. Und ja, eigentlich hätte ich das melden können oder sollen, habe ich aber nicht. Und so geht es wahrscheinlich vielen von euch. Mir ging es tatsächlich ganz ähnlich. Bei mir war es aber schon nach der ersten Impfung so. Also ich lag dann wirklich einen Tag komplett flach, hatte heftige Kopf- und Gliederschmerzen. Es war ein bisschen wie so eine kurze, heftige Grippe. Und ich habe dann tatsächlich alles brav in diese SafeVac-App vom Paul-Ehrlich-Institut eingetragen. Ich muss jetzt sagen, es ist nicht so die benutzerfreundlichste App. Aber von daher bin ich tatsächlich eine von diesen Meldungen. Es waren 330.000 gemeldete Nebenwirkungen, aber da steckt jetzt aber auch erstmal wirklich so alles drin. Armschmerzen nach den Peaks, Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Fieber, also irgendwie wirklich alles, was man so haben kann. Vieles davon und auch unsere Symptome zählen ja aber erstmal zu den sogenannten Impfreaktionen, also was so ein paar Tage nach einer Impfung einfach typisch ist und ja auch schnell wieder verschwindet. Und das zeigt einfach, dass das Immunsystem auf die Impfung anschlägt und reagiert. Aber eben nicht nur das. In dem Sicherheitsbericht findet man auch viele schwere Nebenwirkungen, die gemeldet wurden. Und viel heißt hier, immerhin 50.000 Mal wurde sowas gemeldet. Insgesamt sind in dem Bericht mehr als 40 verschiedene Nebenwirkungen gelistet. Von harmloseren Symptomen wie geschwollene Lymphknoten, Schüttelfrost, aber eben auch heftigeres, wie Atemnot, Herzrasen oder Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle. Sowas ist von besonderem Interesse, so steht zumindest im Sicherheitsbericht, weil diese Nebenwirkungen schwerwiegend sein können. Ebenso wie Herzmuskelentzündungen, Thrombosen, Bewusstlosigkeit, Gesichtslähmung, Hirnhautentzündung, das Guillain-Barré-Syndrom, das ist eine neurologische Erkrankung, und auch ein Multisystementzündungssyndrom. Sowas könnten Impfschäden sein, also gesundheitliche Beeinträchtigungen, die bleiben können. Und in wissenschaftlichen Studien und Fallberichten aus aller Welt gibt es noch viel mehr, was Menschen nach den Impfungen berichten. Und man selber kennt das ja vielleicht auch. Irgendwann nach der Impfung passiert einmal was. Ich hatte zum Beispiel nach der dritten Impfung hatte ich so ein Kribbeln und so ein Spannungsgefühl in den Beinen oder später auch noch ein Taubheitsgefühl im rechten Daumen. Und das hat sicher auch was damit zu tun, dass ich jetzt 3 Jahre lang über Corona und Co. berichtet habe. Aber da dachte ich erstmal, ob es nicht doch vielleicht die Impfung war. Und witzigerweise hatte ich zu einer sehr ähnlichen Zeit so was Ähnliches in den Händen oder in der rechten Hand vor allem. Im kleinen Finger und im Ringfinger hatte ich so leichte Taubheitsgefühle. Und Matthias und ich arbeiten viel zusammen. Wir sprechen natürlich auch über Corona. Und ja, da kamen wir beide so drauf und dachten, schon komisch, dass wir das jetzt auch beide zu einer ähnlichen Zeit haben, auch ähnlicher Zeitpunkt geimpft. Also vieles von den Nebenwirkungen hier aus der Liste kannte man ja schon, weil wir die in den Zulassungsstudien schon beobachtet hatten. Aber eben nicht alles. Also Herzmuskelentzündungen nach mRNA oder Sinusvenenthrombosen nach Vektorimpfung kannte man zum Impfstart noch nicht. Und da weiß man jetzt, das tritt bei Geimpften tatsächlich häufiger auf. Mehr als 40 verschiedene Nebenwirkungen, 50.000 gemeldete schwere Nebenwirkungen. Das klingt natürlich alles erstmal richtig viel, so für sich alleine betrachtet. Aber wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, wirkt es schon anders. Denn demgegenüber stehen 190 Millionen verabreichte Impfdosen in Deutschland. Aber trotzdem gibt es ja jetzt diese 50.000.
So, und was jetzt ganz wichtig ist, das sind erstmal nur Meldungen. Das heißt, im nächsten Schritt muss überprüft werden, treten diese Symptome oder Ereignisse bei Geimpften wirklich häufiger auf? Und wie man das ermittelt, das erklären wir gleich genauer. Ja, wenn wir jetzt nochmal auf diese Liste schauen, dann sehen wir ja, dass das echt ganz unterschiedliche Symptome sind und fast den ganzen Körper betreffen. Und deshalb wollte ich jetzt erstmal herausfinden, wie entstehen solche schweren Nebenwirkungen oder Impfschäden? Und was passiert denn da im Körper? Also warum bekommt der eine die und der andere oder die Mehrheit eben nicht? Und es war ja schon so, dass die Corona-Impfung über mRNA etwa ja damals völlig neu war. Und deshalb hier mal ein paar Erklärungsversuche. Was grundsätzlich im Körper passiert, wenn ein Corona-Impfstoff verabreicht wird, das haben wir schon mal in diesem Video erklärt. Jetzt gucken wir aber ganz konkret auf das, was im Körper die Nebenwirkungen auslösen könnte. Mit der Impfung kommen Fremdstoffe in den Körper und das Immunsystem wird aktiv. Es bildet Antikörper und Immunzellen und räumt dann quasi noch auf, also es baut die Überreste vom Impfstoff ab. Und im besten Fall ist das Immunsystem dann auf das Coronavirus trainiert. Das alles passiert im Rahmen weniger Wochen, direkt nach der Impfung. Und es ist leider schwer, hier ein genaues Zeitfenster zu nennen. Jedenfalls sind diese wenigen Wochen also das Zeitfenster, in dem jetzt theoretisch, also in ganz seltenen Fällen, was schiefgehen kann. Und deshalb, wenn von Symptomen berichtet wird, dann ist das bei den allermeisten der möglicherweise Impfgeschädigten in diesem Zeitraum und eben nicht erst Jahre später. Also was bei vielen irgendwie rumspukt, das sind ja so Spätfolgen. Also irgendwas, das viel, viel später und dann aber plötzlich auftritt. Also 2021 geimpft und dann erstmal alles gut. Also quasi Friede, Freude, Herzinfarkt. Nur halt Jahre später. Also als wenn ich jetzt einfach umkippe. Aber genau das ist mit Spätfolgen eben nicht gemeint, sondern dass man schon ziemlich unmittelbar nach der Impfung einen Schaden hat, der dann aber unter Umständen statistisch erst viel später auffällt, weil er eben so selten ist. Aber jetzt mal ganz konkret, was kann da nach der Impfung schiefgehen? Wir schauen uns jetzt mal zwei mögliche Vorgänge genauer an, die aber für mehrere gemeldete Nebenwirkungen eine Erklärung liefern könnten. Wohlgemerkt könnten, denn es handelt sich jetzt erstmal hier noch um Thesen, denn der Forschungsstand ist noch nicht abgeschlossen. These 1 hat mit den Spike-Proteinen zu tun. Ihr erinnert euch, die Spikes, das waren die Oberflächenproteine des Coronavirus, also sowas hier, mit dem das Virus an menschliche Zellen andocken kann. Und die werden eben durch die Impfung nachgebaut und so das Immunsystem trainiert. Anfangs hieß es ja oft, die Impfung, also alles, was da mit der Spritze injiziert wird, bleibt quasi im Oberarm, in den Muskelzellen vom Delta-Muskel. Aber von da verbreiten sich die Impfmoleküle auch weiter im Körper. Erstmal zum Beispiel bis zu den nächsten Lymphknoten. Und einige der Impfspikes können durchaus als Fragmente durch den Körper schwirren. Klingt aber jetzt dramatischer als es ist, auch weil es in der Regel so wenige Fragmente sind, sagen die Immunologen. Aber bei Leuten mit Herzmuskelentzündung wurden solche Spike-Fragmente in Studien eben vermehrt im Blut gefunden. Und wir kennen es nach Infektionen auch bei Long-Covid-Patienten. Ob das die einzige biologische Erklärung für Herzmuskelentzündung ist, bezweifeln aber viele Fachleute. These 2, und zu der gibt es schon etwas mehr Forschung als zu These 1. Das Immunsystem greift körpereigene Strukturen an. Das nennt man Autoimmunität. Und dieses Phänomen könnte verschiedene Nebenwirkungen erklären. So haben manche Menschen eine genetische Disposition für eine Autoimmunität gegen bestimmte Entzündungshemmer, also schon vor der Impfung. Das Immunsystem bekämpft die eigenen Entzündungshemmer und die fehlen dann. Die Impfung führt ja zu Immunreaktionen und bei dieser speziellen Kombination steigt dann das Risiko für Herzmuskelentzündung. Was da jetzt genau passiert, ist allerdings noch nicht verstanden. Bei einer anderen Veranlagung bekämpft das Immunsystem bestimmte Signalmoleküle, die Verklumpungen im Blut verhindern. Und in Kombination mit der Impfung steigt bei diesen Menschen das Risiko für eine gefährliche Hirnvenenthrombose. Es könnte aber auch durch die Impfung direkt zu einer Autoimmunreaktion kommen. Dann bekämpft das Immunsystem zum Beispiel auch Nervenstrukturen, die äußerlich dem Spike-Protein der Impfung ähneln. Und dann könnten verschiedene neurologische Störungen auftreten. Beim Guillain-Barré-Syndrom etwa zeigt sich Muskelschwäche, die ganz vielfältig auftreten kann, wo also Schlucken schwierig wird, das Gehen, aber auch der Augenmuskel erschlaffen kann. Also am Ende bleiben immer noch weitere heftige Fälle, die derzeit ja auch immer häufiger diskutiert werden, Post-VAC. Das ist nicht genau definiert, umfasst aber oft multientzündliche Erkrankungen des Körpers, die sehr stark den Symptomen von Long-Covid und dem chronischen Fatigue-Syndrom ähneln. Also das wäre sowas wie Long-Covid nach Impfung.
Und bisher scheint das nur sehr wenige Menschen zu treffen. Immer wieder wird von 0,002% der Geimpften gesprochen. Das wäre immerhin viel, viel seltener als Long-Covid, macht es den Betroffenen aber natürlich nicht leichter. Also noch steht die Forschung hier relativ am Anfang. Viele Fälle sind unklar und überhaupt fehlen Daten, Forschung und Erkläransätze. Und deshalb sind bei fast allen Mechanismen für Impfnebenwirkungen noch Fragen offen. Das liegt auch daran, weil unser Immunsystem so unfassbar komplex ist und wir Menschen so verschieden sind. Am Ende, so sagen es verschiedene Forschende, hat jeder Mensch eine Art eigenes immunologisches Profil. Dazu zählt etwa, welche Erkrankung man insgesamt schon durchgemacht hat, welche zuletzt, wann, ob da im Körper vielleicht auch ein paar andere tückische Viren wie Herpes oder Epstein-Barr im Körper über lange Zeit geschlummert haben und jetzt, egal ob durch eine Infektion oder Impfung, wieder reaktiviert und dadurch wieder Probleme machen. So kann das Immunsystem aus der Spur geraten und es kann zu Autoimmunität kommen. Das hatten wir ja gerade schon mal. Also zu Entzündungsreaktionen, die andauern können. Das ist die Stärke und aber leider auch die Schwäche des Immunsystems. Es kann Dinge gnadenlos vernichten, feindliche Erreger, aber in seltenen Fällen auch den eigenen Körper. Und jetzt ist aber ja die entscheidende Frage, wenn man bei sich zum Beispiel ein Taubheitsgefühl feststellt oder ein Kribbeln, oder plötzliche Herzprobleme auftreten. Woher weiß ich, dass das jetzt wirklich durch die Impfung ausgelöst wurde? Oder anders gefragt, wie beweist man eigentlich einen Impfschaden? Es beginnt ja damit, dass die Behörden erstmal diese abertausende Meldung bekommen. Das waren ja immerhin mehr als 330.000, davon mehr als 50.000 zu unerwünschten, teils sehr schweren Nebenwirkungen. Aber das sind ja erstmal alles nur Verdachtsmeldungen. Jetzt muss das PAI die ernst nehmen und für jedes einzelne Krankheitsbild schauen, könnte das tatsächlich eine Nebenwirkung von der Impfung sein? Wie zum Beispiel hier mit meinem Finger, der gekribbelt hat nach der dritten Impfung. Und da gilt jetzt für jedes Symptom, also für jede Meldung, tritt etwas bei Geimpften häufiger auf als unter natürlichen Umständen. Gibt es da eine statistische Häufung oder gibt es die nicht? Und wir wissen ja zum Beispiel, wie viele Sinusvenenthrombosen so im Jahr im Durchschnitt auftreten. Und ein Risikosignal gibt es dann, wenn in einem gewissen Zeitraum eindeutig mehr davon auftreten, als man quasi sowieso erwarten würde. Und gefühlt unterschätzt man ja auch, was jährlich so alles diagnostiziert wird. Multiple Sklerose, chronisches Erschöpfungssyndrom, Herzmuskelentzündung, Tausende, mehr als 10.000 Diagnosen jedes Jahr in Deutschland. Es ist ja wirklich nicht so, dass vorher alle gesund waren und auch geblieben wären und jetzt plötzlich alle krank werden, nur weil man denkt, irgendwie, ja, das muss doch jetzt mit Corona zu tun haben, egal ob Infektionen oder Impfungen. Und gegen diese natürliche Grundgesamtheit muss man die Verdachtsmeldung also prüfen. Und genau das macht das Paul-Ehrlich-Institut. Das Ergebnis steht auch in den Sicherheitsberichten. Man sieht es immer daran, dass hier zum Beispiel der Wert über 1 liegt, also statistisch signifikant. Damit wird also deutlich, dass es sich hierbei also sehr wahrscheinlich um eine Nebenwirkung der Impfung handelt. Deshalb steht die Sinusvenenthrombose genauso wie Herzmuskelentzündung auch mittlerweile auf dem Beipackzettel der Impfung. Das kann man tatsächlich nachlesen und sind damit also offiziell anerkannt. Es gibt Analysen, die zeigen auch, dass manche Nebenwirkungen wie zum Beispiel Tinnitus nach der Corona-Impfung häufiger vorkommen, aber sogar deutlich seltener sind als nach anderen Standardimpfungen, also zum Beispiel Grippe, Pneumokokken oder Diphtherie und Tetanus. Also wenn man das jetzt einmal komplett zusammenfasst, dann heißt es aber auch, man kann aus einem Einzelfall den Zusammenhang zur Impfung nie ganz sicher ableiten. Das funktioniert immer nur über die Gesamtstatistik, so bitter das für einzelne Betroffene erstmal sein kann. Also nur wenn etwas häufiger auftritt als normalerweise, kann man einen Zusammenhang zwischen Impfung und Nebenwirkung herstellen. Trotzdem, alle schweren Nebenwirkungen durch die Corona-Impfung, die wir heute kennen, treten selten auf. Seltene Nebenwirkung heißt, es gibt einen Fall auf 1.000 bis 10.000 Geimpfte. Der gelbe Punkt müsste übrigens eigentlich noch kleiner sein, aber dann könntet ihr ihn nicht mehr sehen. Ein Beispiel hierfür ist die akute Gesichtslähmung. Sehr seltene Nebenwirkung heißt, es gibt weniger als einen Fall bei 10.000 Geimpften. Ein Beispiel hierfür wären die Herzmuskelentzündungen oder Nervenschädigungen. Aber klar, den Betroffenen, also diejenigen, die zu einer dieser Gruppen gehören, sind diese Statistiken und Verhältnisse nachvollziehbarerweise natürlich erstmal egal. Kann auf jeden Fall mal fragen, ob denn alles, was Leute da im Kontext von der Impfung erleben, ja auch überhaupt gemeldet wird. Ich selbst habe ja bei meinem Kribbeln im Daumen auch nichts ans PAI weitergegeben. Und wenn man mal ehrlich ist, wissen wir auch, dass Datenverarbeitung und sowas in Deutschland ja auch oft schlecht umgesetzt ist. Und irgendwie hat man da häufig das Gefühl,
nicht so recht zu wissen, ob die Daten jetzt wirklich so stimmen und hundertprozentig korrekt sind. Aber solche Nebenwirkungen werden auch in anderen Ländern erfasst und andere Länder sind uns da ein bisschen voraus, wie zum Beispiel Israel, weil die legen ihre Gesundheitsdaten völlig offen. Und da haben sich nach den mRNA-Impfungen genau dieselben Risikosignale gezeigt wie bei uns und auch dort sind keine anderen Krankheiten beobachtet worden. Und mittlerweile gibt es sehr, sehr viele unabhängige Studien dazu, die wirklich dasselbe oder Ähnliches zeigen. Was ist das Problem für Impfgeschädigte? Naja, es gibt ja weiterhin diese sowieso Fälle. Es könnte ja auch sein, dass die Krankheit zwar nach einer Impfung aufgetreten ist, aber eben nicht dadurch. Also genau wie mit dem Spannungsgefühl und dem Kribbeln in meinem Bein nach der Boosterimpfung. Am Ende war es wohl einfach nur ein eingeklemmter Nerv und es hatte wirklich einfach gar nichts mit der Impfung zu tun. Und das ist das Schwierige dann zu beurteilen, inwiefern tatsächlich die Impfung daran beteiligt war. Es kommt hier auch hinzu, dass sich Menschen nach der Impfung oder vielleicht auch davor mit Corona infiziert haben. War es dann die Impfung oder nicht doch Corona oder sogar gar nichts von beidem? Und vielleicht hatte man eben schon vorher eine bestimmte Erkrankung, die aber zufällig erst nach der Impfung symptomatisch wurde. Als Betroffener denkt man aber natürlich erstmal, was könnte das jetzt ausgelöst haben? Woher kommt es auf einmal? Ah, das war bestimmt die Impfung. Ist ja auch nachvollziehbar, der Gedanke. Je nachdem, um welche Erkrankung es sich handelt, können Ärztinnen und Ärzte dann aber beurteilen, ob der Krankheitsverlauf zum Zeitpunkt der Impfung passt oder schon weit fortgeschritten ist und daher viel früher begonnen haben muss. Also Fakt ist zumindest, die Quote derer, deren Impfschäden akzeptiert wird, ist relativ gering oder zumindest überschaubar. Das kann jetzt daran liegen, dass im Einzelfall vielleicht klar wurde, dass es wirklich nichts mit der Impfung zu tun hatte. Das sind aber tatsächlich alles Einzelfallentscheidungen, die sich in der Bearbeitung sehr, sehr lange ziehen oder ziehen können, weil man zum Beispiel überhaupt erstmal 6 Monate symptomatisch sein muss. Das kann aber auch sein, dass man es vielleicht zu spät ärztlich bescheinigt bekommen hat, weil man vielleicht gar nicht beim Arzt war oder weil man erst sehr viele medizinische Unterlagen und Berichte anfordern, nachreichen musste und so weiter. Also das sind alles Hürden und ja auch so ein Arzt, ne? Ich meine, der muss rechtlich gesehen eine Impfkomplikation melden, aber in so einer Pandemie und überhaupt, wo sollten die Zeit dafür hernehmen? Man kann das auch selbst machen, also man kann einen Impfschaden selber beim PAI einreichen, aber auch das ist natürlich nicht mal ebenso gemacht. Tja, als Postvac-Betroffener weiß man derzeit auch nicht so recht, wo man hin soll. Geht man zu einer Long-Covid-Ambulanz, wird man nach dem Zeitpunkt der Corona-Infektion gefragt. Tja, und wenn es keine gab, wird man mitunter abgelehnt. Und weil diese Debatte um die Impfung und Nebenwirkungen so hitzig war, werden Impfschäden weniger ernst genommen als Long-Covid. Es war sicher ein Problem, dass von Anfang an manche auch so grundsätzlich und so heftig die Angst vor neuartigen Impfstoffen befeuert haben. Und das hat meiner Meinung nach auch ja, die Debatte irgendwie von vornherein so leider vergiftet. Und dann kommt eine Trotzreaktion, zum Beispiel aus der Politik, die sagt, jo, Impfung ist sicher, keine Sorge. Ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass die Politik hier von Anfang an klarer kommuniziert, dass sehr seltene Nebenwirkungen eben passieren können. Und dazu auch proaktiv kommuniziert hätte, an wen man sich denn, wenn dann Verdachtsfall da ist, wenden soll. Ich glaube einfach, das hätte am Ende zu mehr Vertrauen geführt. Und dann wären die Daten jetzt vielleicht auch besser. Es ist erstmal egal, ob es nun ein Erschöpfungssyndrom nach Impfung ist oder auch ein Sowieso-Fall. Das kann sich ja bei einigen wirklich noch herausstellen. Aber so oder so, die Menschen benötigen dringend Hilfe, weil viele sagen, dass deren Leben größtenteils vorbei ist. Also das sind wirklich heftige Fälle und natürlich ist jeder davon einer zu viel. Aber was gilt für die anderen, die bisher noch nichts hatten? Sind die jetzt ohne Risiko oder kann ich jetzt noch einen Schaden durch die Impfung bekommen? Ja, und da können wir tatsächlich Entwarnung geben. Mittlerweile dürften alle Nebenwirkungen der Impfung bekannt sein. Auch weil so viele Menschen in so kurzer Zeit weltweit geimpft wurden. Und nirgendwo sind ja reihenweise Menschen umgefallen, wie das apokalyptisch prophezeit wurde. Also wer die ersten Impfungen gut vertragen hat, der dürfte auch jetzt keine bösen Überraschungen mehr erleben, weil eigentlich wäre das schon nach der ersten Impfung aufgefallen. Und das Erstrisiko, zum Beispiel wegen genetischer Disposition für Herzmuskelentzündung, ist also quasi schon überschritten. Und trotzdem, ein Nullrisiko gibt es nie. Gab es nie, wird es vorerst auch nicht geben. Wie überall im Leben. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Klarheit in den Nebel der Impfnebenwirkungen bringen. Und schickt dieses Video auch gerne per WhatsApp allen, die sich Sorgen zu diesem Thema machen. Und ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie immer, abonniert gerne unseren Kanal, aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.